liebe Leute, letztes Mal hat es ja nicht geklappt mit den Banditen. In der letzten Folge, ich habe mir was ausgedacht. Ich habe versucht, was zu probieren. Und zwar werden wir mal als Löwe losgehen. Und schauen mal, ob wir die irgendwie dann besser hinkriegen. Da ist schon der erste. Oh, da kommt auch gleich der zweite an. Das ist sogar ein... schnell. Das ist sogar ein Fernkämpfer. Gut, dann werde ich ab der Stelle mal speichern. Das geht nicht. Shit. Da müssen wir besonders vorsichtig agieren. Okay. Also im Verwandlungsspruch, wenn du selbst verwandelt bist, kannst du nicht speichern. Ist ja auch logisch, eigentlich. Technisch gesehen. So, wo sind denn die anderen? Noch bin ich ja konstitutionell ganz gut drauf. Wo sind die anderen? Da hinten ist einer. Wow. Ist denn auch ein Fernkämpfer? Okay, sind 1, 2, 3. Dann gehe ich mal von der anderen Seite ran. War hier ran. Da ist wieder eins von diesen. Genau, richtig. Dann holen wir den ein bisschen weiter raus. Ich glaube, da ist ja einer. Da ist einer mit Schild. Da ist ja einer mit Schild. Okay, auch hier wieder. Da ist ja einer mit Schild gewesen. Ich hatte nämlich einen Eintrag von Robert gehabt. Einen englischsprachigen Eintrag. So von wegen, ob es denn jetzt hier irgendwo auch jemanden mit Schild gibt. Und der Alarm hat gesagt in Varant und Myrtana. Aber hier gibt es ja schon jemanden mit Schild. So, wo sind die anderen? Also demnach kann ich auch nichts essen und nicht mal ein Stück Fleisch. Obwohl Löwen ja Fleisch essen. Oh, da sind noch zwei. Plattform gehe? Nee, lieber nicht. Ich kann nicht abspeichern, das ist so dull. Weil wenn ich... Okay, das sind zwei. Das riskiere ich jetzt mal. Was ist denn das? Der macht ja nichts. Komm. Okay, schnell umdrehen und ihn hier nehmen. Das ist Crimson. Ja, Crimson Clover over and over. Habe ich es jetzt eventuell geschahhaft? Sieht so aus. Okay, dann verwandeln wir uns zurück, essen eine Runde und gucken uns mal die Leute an. Also ich muss gestehen, bei der letzten Folge habe ich ja sämtliches ausprobiert. Moment mal, erstmal gleich mal hier wieder. Ja. Habe ich ja sämtliches ausprobiert. Eiswelle und das habt ihr auch alles gesehen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach, ich wollte ja meinen Ring mal wieder zurückstoßen. Wieder anstoßen. Und es hat ja irgendwie nicht geklappt. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, versuch doch mal. Ach ja, ein Oger habe ich auch noch ausprobiert, falls ihr das gesehen habt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal wieder den Löwen zu nehmen. Hier, da ist das Schild gewesen übrigens. Und gibt es hier was Besonderes? Eschenbogen, okay, sonst nichts. Dann nehmen wir das alles mal schön auf. Oh, eine Weidenbeere. Das ist mal gerade 4 Minuten vergangen und schon... warum schweift noch der Zauber in meiner Hand? Okay, da wird bestimmt noch jemand sein. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, richtig. Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann nimm doch einen Löwen. Dann nimm doch einfach den Löwenspruch. Der hat ja eigentlich schon immer ganz gut gepasst. Okay, hier gibt es noch einen Texturfehler. Nicht so schlimm. Wie bei dem Turm. So. Hier kommen wir später zu. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und dann für die Folge habe ich mir dann halt eben... mich vorbereitet, indem ich das halt eben alles ein bisschen mehr geprüft und ausprobiert habe. Ah, da gehen wir später hin. Gehen wir erstmal zu den anderen Peoples hin. Die da heißen Crimson und Banditen. Also, ich möchte nicht auf eine Plattform gehen. So, denn ich ist Crimson. Was hat ein Crimson jetzt? Ein Degen und noch ein Fokusstein. Aha.
Das heißt doch, die Kraft der Fokussteine. Moment, nein. Kraft der Fokussteine, okay. Höhle. Okay, das haben wir ja alle schon gesehen. War hier nicht noch einer? Nee, das war's dann wohl. Dann werden wir das Ganze mal von vorne aufrollen, indem wir nochmal hier hingehen. Und Dunkelpilzchen. Noch ein. Okay, da hinten gibt es noch eine Giftfliege. Was hier ist. Ja, in das große Teil gehe ich gleich rein. Schätz, ich weiß es nicht, aber ich habe da wieder eine Vermutung. Ach, hier gibt es hier. War ich hier schon oder war ich hier noch nicht? Oh, war ich noch nicht. 27 Bolzen und 8 Gold. Ah. Was sonst noch was? Und ein Bett. Ach, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal geschlafen. Geschlafen. Ah, ich will das hier alles nochmal genau absuchen. Und zwar nur bis... Was macht der für komische Schritte hier? Okay. Weil die haben mich ja hier gleich angegriffen gehabt. In einigen Folgen zuvor. Ja, ja, es wird gleich spannend. Soll ich noch was erzählen? Ein Witz oder so? Nein. Kein Witz. Wir wollen hier keine Witze machen. Das ist ernst genug hier. Ja, beiden wäre die aussehen wie lila Blumenkohl. Ne, Quatsch. Ja, Blumenkohl oder Brokkoli. Ja, halt gerade. Oh, was jetzt? Irgendwie was gerumst. Gebrumst. Ach, da unten. So ein giftgrünen Varanen. Aber hier ist noch jede Menge. Apropos. Gucken. Aha. Ich glaube, die hatten wir schon, die Sachen. Gut, okay, jetzt gehe ich mal. Jetzt will ich es machen. Jetzt will ich es wagen. Jetzt werde ich es wagen. Erstmal auf die linke Seite. Pff, gucken, Junge, 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 Junge. Da muss ich wieder hochklettern. Also, was nehmen wir denn als erstes? Wir nehmen als erstes dich. Und speichern vorher. Ich kann hier schon mal drauf. Und gucken erstmal, was es hier so gibt. Falls es hier was gibt. Dem Plattförmchen hier. Mhm. Nix, nix, nix. Bis jetzt noch nix. Ihr wart in der Ecke? Nein. Ihr irgendwie mittendrin? Nein. Nochmal, Slalom, die Säulen. Ja, okay. Haben wir hier schon mal nichts. Puff, puff, puff. Ah, ein blauer Flieger. Wie kann es auch anders sein? Okay. Falls ich hier noch was vergessen sollte an Kräutertjes, kann ich die auch ruhig im Off wegmachen. Werde ich dann auch tun, wenn hier nichts irgendwie Großartiges noch versteckt ist. Was Wichtiges zum Beispiel. Wie zum Beispiel... Teleportstein? Nee, brauchen wir ja nicht, weil wir haben wir ja schließlich ganz viele Teleportportale da. Ach, ich wollte eigentlich das machen, was ich eben gesagt habe, aber... Man kommt nicht dazu. So, jetzt gehe ich. Oh, Moment mal, man kann hier rein, man kann da rein. Gehen wir erstmal in das andere Kleine rein. Liegt hier nicht ein Schild? Nee, auch nicht. Gut. Was ist das? Eine Alu? Nee, auch keine Drachenwurzel. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ach, das ist auch nur ein Lager. Ach, das sind so kleine Lager. Oh, Brot, Käse. Da ist was. Leichte Wunden heilen, ein paar Eispfeile, schön. Eine Truhe, eine Pfanne. Oh, machen wir mal die Truhe auf. Doppelkombination. Laborwasserflasche, 20 Gold und ein Dolch, sehr schön. Und dann kann man bei Gelegenheit mal was braten oder toasten. Weil Brot liegt ja hier.
Dann schauen wir mal. Hier steht sogar eine Bank. Bett. Oh, Säger. Ja, Werkzeug. Eine Hacke. Kochlöffel. Hm. Die Banditen müssen ja auch verpflegt werden, ne? 5. Nachricht an Theophil. Eine 5. Nachricht an Theophil. Das ist ein Alchemietisch, das ist ein Runentisch. Gucken wir uns doch mal die 5. Nachricht an Theophil an. Ich war in der Meinung, dass dort etwas zu lesen ist über Theophil, weiß es nur nicht. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir hier die Nachrichten haben. 2. Nachricht an Theophil, 3., 4., 5. Nachricht. Gucken, wie dann die Quest heißt. Gar nicht. Bruder Theophil, nach vielen, vielen Tagen der Suche und des Wartens müssen wir das Schlimmste befürchten. Da wir keine Hoffnung mehr haben, dich lebend wiederzusehen, haben wir schweren Herzens beschlossen, ohne dich in unsere Heimat Varan zurückzukehren. Ich bete aber zu Adanos, dass du diese Nachricht noch finden wirst. Das Portal müssen wir verschließen. Wir können es nicht unbewacht lassen. Begib dich daher zum Hafen von Korinnis, damit du dich so bald wie möglich nach Varan einschiffen kannst. Adanos sei mit dir. Mhm. Oh. Ja, dann. Wieder mal gespürt. Wie 5. Nachricht an Theophil. Ich dachte, der wäre irgendwie noch was. Aber eine gute Gelegenheit, jetzt noch mal ein Nickerchen zu nehmen bis zum frühen Sonnenaufgang. Hier hängt noch was. Hier ist noch was. Geweihtes Wasser. Hier ist noch ein Krautstampfer. Okay. Ja, dann. Und gucken wir mal hier noch rum. Ist hier noch was? Was? Altkraut? Altkrauten. Okay. Yep, 5. Nachricht an Theophil. Okay, plotzen wir mal hier runter. Ja, und dann gucken wir uns mal hier um, was wir hier haben. Oha, das sieht groß aus. Das sieht groß aus. Was gibt's denn da drin? Nix. Auch nicht in der Ecke versteckt. Okay. Hä? Okay. Gehen wir erstmal hier am Rand lang. Geht bestimmt irgendwie wieder bergab oder so. Sens der Heilung. Ah, ich wusste es. Da hinten ist was. Sonst noch was? Nein. An den Treppennischen auch nichts. Gut, okay, dann gehen wir jetzt mal Stantepede hier durch. Das sieht gut aus. Was erwartet uns denn hier in diesem verfluchten Saal? Okay, ich werde das jetzt mal nur grob. Ach ja. Okay, noch ein Teleportportal und wir haben ja einen Fokusstein von Crimson und... wer ist er denn da hinten? Was mache ich denn als erstes? Nee, erstmal hier abklappern. Hier sehe ich ja keinen. Da hinten war so ein Typi. Und da sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen, die ich nicht lesen kann. Betten, Kraftscheibletten. Hallo? Nö, er sagt dazu nichts. Gut. Okay. Sockel. Das. Ja, der ist jetzt aktiviert. Und das wird heißen, dass wir dann auch wieder da wegkommen. Aber den will ich ja noch nicht aktivieren. So, okay, da macht er gar nichts. Mit dem mittleren auch nichts machen. Hier steht der Typi. Und ja, genau, richtig. Da steht der Typi und bevor wir mit dem quatschen, speichern. Der Typi, der da heißt. Sketty. Sketty? Der Arena Wettheins. Habe ich immer in irgendeiner Mod vertont. Sketty. Macht der was? Außer das macht ja nichts. Bist du Freund oder Freund? Du bist Freund.
Hallo, Sketty. Verdammt, jetzt bin ich erledigt. Erledigt? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was bei Belia machst du hier? Ich schaue mich hier nur ein wenig um. Ach, und das soll ich dir jetzt einfach so abnehmen, oder was? Du bist doch nur gekommen, um mich in die Kolonie zurückzubringen. Verstehe. Du bist ein ehemaliger Gefangener aus der Minenkolonie. Blitzmerker, als ob du das nicht schon vorher gewusst hast. Nein, habe ich nicht. Aber abgesehen davon habe ich Wichtigeres zu tun, als einen geflohenen Knacki gefangen zu nehmen. Hä? Heißt es, du lässt mich laufen? Ja, sag mir lieber, was hier los ist. Was genau willst du denn wissen? So ziemlich alles, das ist gut. So ziemlich alles. Was ist das hier für ein Tal? Ein gut verstecktes, naja, das dachten wir zumindest. Wir? Na, Raven, Torus und die anderen Jungs. Ach, es sind also noch mehr von deiner Sorte hier. Hä? Was heißt hier von meiner Sorte? Nimm's nicht persönlich, war nur ein Spruch. Na schön. Was ist jetzt mit den anderen? Einige wie Raven und Bloodwind sind tot. Aber das war schon bevor uns die Orks überfallen haben. Die Orks? Was ist geschehen? Das ist schnell erzählt. Es gab hier schon immer ein paar Orks. Aber eines Tages haben die Verstärkung bekommen. Wir haben das aber erst mitgekriegt, als die Orks schon über uns hergefallen waren. Das geschah so schnell, dass die meisten gar nicht mehr zur Gegenwehr kamen und von den Orks schnell getötet wurden. Am Ende hielt nur unser Anführer Torus stand. Und der hatte es den Orks ganz schön gegeben, sag ich dir. Von seinem Schwert sind jede Menge Orks gefallen. Tja, dann werden ihn die Orks wohl ganz besonders ins Jenseits geschickt haben. Von wegen. Die haben sich alle zwar auf ihn gestürzt, aber nur um ihn gefangen zu nehmen. Ja, sie schienen richtig Respekt vor ihm zu haben, da sie ihn richtig höflich behandelt haben. Jetzt übertreibst du aber. Orks und höflich? Das passt irgendwie nicht. Wenn ich es dir sage. Sie haben zwar Torus dann mitgenommen, doch er konnte sich ziemlich frei bewegen. Na schön, ich will dir das mal glauben. Sind noch andere von euch entkommen? Ja, doch ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Und ich würde dir auch nicht raten, sie zu suchen. Die machen kurzen Prozess mit dir, wenn du ihnen zu nahe kommst. Okay, dann mal gucken. Wenn du im Minental warst, dann kannst du doch sicher schürfen. Klar doch. Ich habe so ziemlich alles geschürft, auch vor meiner Zeit in der Kolonie. Kannst du mir hierüber was erzählen? Warum nicht? Hauptsache, du steckst mich nicht in den Knast. Nein, keine Sorge. Na hoffentlich. Also hör gut zu. Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Erz- oder Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Verstehe. Ich kann dir gerne noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich habe ja so viele Lernpunkte, ich weiß es nicht. Gucken wir doch mal nach. 25 Lernpunkte. So, und dann habe ich doch irgendwas mit Edelmetall-Schürfen gesehen. Ja, Schürfen 0% normal, aber Edelmetall-Buddler 55%. Was will der haben? Schürfen lernen kosten 2 Lernpunkte 15% mehr. Nee. Nee, noch nicht. Was mich ein bisschen wundert ist, der ist hier da vorgestellt, ne? Der Stein. Gut. Was sind das hier für lustig Zeichen? Indianerzeichnung oder was? Aber auch schön. Sketty bleibt jetzt hier einfach stehen. Gibt's eine Quest? Nee. Moment. Stopp. So, ich war ganz unten. Die Teleportsteine, Würfel mit Francis, Kraft der Fokussteine, ja, nee, ne? Ich kann schürfen. Oh, hier gibt's Kohle. Die habe ich aber nicht geschürft, die Kohle. So, ich habe hier noch so ein lustig Schreibsel gesehen. Ach ja, richtig, richtig, da steht was. Das sind alles Runen und wenn man das übersetzt, sagt das was. Ich komme jetzt nicht auf die Geschichte, aber das heißt, das bedeutet wirklich was. Das habe ich mal gelesen irgendwo. Da kann das ja einer in den Kommentaren schreiben, was das wirklich heißt. Und da Sketty ja hier rumsteht und sonst nichts macht, außer da von hinten Rückenwind zu bekommen aus diesem Stein,
werde ich mich mal gleich auf dieses Portal stellen und erstmal gucken, was wir hier noch alles finden. Alte Münze. Fängt auch noch an, wie Sketti zu reden. Aber Sketti mal so im so norddeutschen Slang zu hören, das ist auch mal was anderes, ne? Ja, so sollte ich mal speichern. Jo, wenn ich wag, der nicht gewinnt. Bin ich ja weit gekommen. Kraft der Fokussteine. Jawohl. So, in der Nähe des Portals, das nach Corinnes führt, habe ich einen Teleportstein aktiviert. Also wir haben 1, 2, 3, 4 Stück. Wie viel gibt es denn noch? Es gibt doch eins. Wir haben hier, Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Moment, nur welchen haben wir denn noch nicht? Dich haben wir noch nicht. Gut. Stopp, was war denn hier? Oh, da ist noch ein Langschwert am liegen. So, das ist zum Tempelportal. Das ist da drin, da. Ne, andere Seite. Okay, dann zum Canyon. Das ist klar. Dann haben wir hier zum Tal. Auch klar. Und ich werde mal eben off mal noch ein bisschen rumgrasen und pflücken. Und dann sehen wir uns später wieder. Ja. An einem Punkt angekommen, wo mich ein Razor angegriffen hat, hier raus. Und zwar aus diesem, hier genau, aus diesem komischen, ach, wieder ein kleiner Lederbeutel. Aus diesem kleinen, verruinten Gebäude. Ring der Heiler, das erinnert mich doch auch wieder an einen Kommentareintrag. Herzlichen Dank, da war nämlich irgendwas mit Kombination. Ring der Heiler, gucken wir doch gleich mal nach. Bei meinen Ringen, gucken wir mal, wir haben ja ganz viele Ringe. Wir haben zum Beispiel gravierter Ring. Gehen wir mal durch. Ring der Heiler, Lebensenergiebonus 20. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Aha! Das heißt also, das habe ich bei einem anderen Ring auch nochmal gelesen. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Das heißt also drei. Ich habe das nämlich schon mal gelesen beim anderen Ring. Ring der Erleuchtung, Ring der Magie. Ring der in das Kriegherrn, Schutz vor Waffen, Feuerring, Steinhaut, Unbezwingbarkeit, Ringe um. Ja, okay, das war das. Aha. Ein Hinweis also. Das ist natürlich auch wieder so ein lustiges Rätsel. Okay, außerdem gab es hier noch in der Nähe noch so giftgrüne Varänchen. Also, die sind ja nicht irgendwie nennenswert. Und ich dürfte jetzt alles abgegrast haben. Jetzt ist mir aber auch noch aufgefallen. Da hinten ist ein Spaziergänger. Also, sag schon, draußen von meinem Fenster. Nicht direkt, aber gegenüber auf dem Weg. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich nämlich hier in der Nähe war, gibt es nämlich hier einen Treppenaufstieg. Und zwar Rico über diesem, ne, also hier, wo wir hier drin waren. Und dann gehen wir mal hier hoch. Der Heiler, wir sind drei einer Kaste. Da muss man auch mal drauf kommen. Meinte das irgendwie beim anderen auch noch zu. Ah, nee, das war irgendwas mit so einem Wassermagier. Ja, genau, richtig. So, jetzt sind wir nämlich hier oben drauf. Und bei den Dingstreppen da unten, da habe ich nämlich noch Sprüche und einen Heiltrank gehabt. Ich speichere mal. Wobei ich mich frage. Ja, ist es noch früh am Morgen, also 11.22 Uhr, früh am Mittag. Was ist hier? Wir müssen ja irgendwie... Ich habe ja völlig was vergessen. Achso, jetzt sind wir da oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt alle Schätze ausgehoben habe. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielleicht kann das ja einer von euch bestätigen, ob ich da unten noch was vergessen habe. Der eine aufmerksame Zuschauer wird es eventuell sich gemerkt haben. Ich weiß es nicht. Oh, erstmal gucken. Dauernd stoße ich hier ab. Warum ich jetzt hier so eine Ionenspur hinter mir jetzt hier, weiß ich nicht. Das war noch von dem Löwenspruch. Aha. Erstmal hier die Ecken gucken. Ja, aber da haben wir ja auch noch was gesehen. Na, war doch noch bald. Da. Waldbeere. Und zwar war nämlich hier noch bei dem Fass hier noch was. Wasser. Piratensäbel. Elixier der Heilung. Und noch was. Und noch mal Wasser. Ja, Wasser von unten, Wasser von oben. Mhm. Ach, hier. Bei Weidenbeeren. Waldbeeren, meine ich.
Und schauen wir mal. Das sieht hier nur Bären, meine Herren. Ich habe ja tatsächlich noch bei mir in der Küche in der Ecke einen Gärballon stehen. Da könnte ich mal wieder mal Wein herstellen. Aber da braucht so viel Zutaten und Leute, das ist kein Spaß. Das war ein großer Weinballon, 50 Liter aber, oder? 25, weiß ich jetzt nicht, aber Riesenteil. Hier aus, das habe ich auch. Aber da braucht man, um Wein selber zu machen, braucht man nicht nur einfach Hefe, sondern man braucht eine spezielle Hefe, wie zum Beispiel so eine spezielle Hefe, die heißt, weiß ich jetzt nicht. Also für Wein, da braucht man spezielle Hefe, wenn sie aufgehen. Dann braucht man so ein Anti-Schimmelzeug, ein Anti-Gelierzeug. Dann Zucker muss man reintun, ist klar, ja. Und das Ding immer schön gären lassen und so ein bisschen schütteln, das Ganze. Ja, das ist einmal gemacht, nie wieder. Honigmet, ist klar, ich bin Diabetiker und darf ich auch nicht trinken. Würde das auch nicht. Ich dachte, da wäre noch eine Sonnenaloe, habe ich jetzt keine da, weil bei den anderen Trolls, die ich erledigt, auch keine Sonnenaloe gefunden habe. Und jetzt laufe ich wieder im Kreis rum, also nochmal eine Stufe hoch. Was das? Gucken. Bringt das jetzt was, da hochzuklettern? Mal gucken, vielleicht eine bessere Aussicht. Man könnte jetzt da oben hoch, aber... weiß nicht, ob das was bringt. Autsch! Ne. Jetzt hier was Verstecktes. Hä? Moment. Okay, hier flackert es zwar texturtechnisch, aber... Was ist das jetzt hier? Da bin ich echt am Überlegen. Da endet ein Baum. Da komme ich von der Seite wieder hoch. Ich speichere mal lieber ab, bevor ich da weitergehe. Da bewegt sich auch noch was. Was bewegt sich da? Waldgolem. Mag ich nicht. Das heißt, er würde mich gleich angreifen. Hier komme ich auch nicht mehr hoch. Wenn ich da nicht wüsste, dass ich da sofort wegkomme. Aber ich habe ja abgespeichert. Gucken wir mal. Gucken wir mal an. Einfach da so mittendrin. Was kann ich denn machen? Kommt er direkt hoch? Kann er es? Schafft er es? Wohl nicht so ganz. Okay, dann machen wir hier wieder einen auf Pfeile. Bis er hin ist. Jawohl, 400, mühselig, aber gekürzt. Da gibt es wieder ein bisschen Holz von ihm. Jetzt muss ich mal gucken, komme ich eigentlich wieder hier hoch? Ja, kann ich. Aha, schön. Speichere ich mal ab. Gucken, was ist denn das hier eigentlich für eine Ecke? Das ist wie so eine Mini-Ecke. hier ist ein bisschen was, ein Feuerkräutchen. Aha. Da hinten ist auch noch was. Okay. Auf die Zeit achten. Wo, wie, was, warum? Wer fragt, ist dumm. Nein. Was war denn das hier? Auch ein Feuerkraut. Ist hier hinter mir her oder was? Warum hat der jetzt gerade einer Feuer gesprüht? Konnte ich gar nicht eruieren, wer das ist? Gucken. Maya Goblin-Schamane. In einem unbekannten Land. Maya Goblin-Schamane. Moment, abspreche. Oder? Gucken, vielleicht ist es ja nur einer. Okay, also gehen wir mal hinrennen. Gucken, was wir mit dem Maya Goblin-Schamanen machen können. Nix. Aha. Okay, der hat 10 Gold. Alter, habe ich mich... Und einen Kampfstab. Hab ich mich verjagt, als es da plötzlich so ein bisschen... Na, das war ja mehr so ein Taschenfeuerzeug. Und eine Zirpennessel mal wieder. Richtig, für Suppen braucht man das, glaube ich, ne? Für kraftvolle Suppen. Noch eine Zirpennessel? Moment, hier ist auch noch was. Nee, das ist Textur. Oh Gott. Gibt's hier noch? Okay. Oh, da oben ist wieder ein Trollinger. Halt. Also,
Aber lustig platziert. Einfach mal so. Oh, ich. Doch. Komm her. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mache ich euch noch alle kalt. So. Ach ja. Herrlich. Da oben. Da oben ist ja der Troll. Ja, an dieser Stelle mache ich mal wieder. Nee, das mache ich noch nicht. Da haben wir einen Bluthund. Den machen wir auch noch kalt. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Habt einen Kommentar und wie schon gesagt, das übliche Prozedere. Und ich sage an der Stelle Schluss. Wir sehen uns später wieder und ich blende nochmal eben ein, wo wir uns da eigentlich befinden. Also das wäre hier quasi in der Mitte der Karte. Also, ciao!